Haben wir drei Silos für drei Raketen? Gut, so, wahrscheinlich können wir einfach da durchlaufen. So. Da kommen sie. So, sehr gut. Ende. Haben wir ihn aufgeräumt? No problem. So. Das ist aber, glaube ich, nur Anti-Luftabwehr. Also, das ist, glaube ich, nur Luftabwehr. So. Da kommen wir ganz normal durch, wahrscheinlich. So, die kommen ein bisschen hinterher. So. Okay. Gunner, so. Certainly. Certainly. Target type duly noted. So. Was da funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Weil ich genau weiß, wie man da rüberkommen soll. So einen anderen Zugang? So, jetzt haben wir das markiert, wie man hier sehen kann. Jetzt kriegt man mal wieder drei los. Wir haben ja genug Ressourcen gesammelt. Da sammeln ja noch welche da oben. Ah ja. Ob ich dennoch nicht gar weiß, wie wir angreifen sollen, aber... Kommen wir von der anderen Seite dann irgendwie dran? Dann vielleicht hier nur lang oder was? Ich hab keine Ahnung, irgendwie muss das hier auch gehen. Ja, Feuerfreigabe ist erteilt. Die müssen wir nur warten, bis sie wieder losfliegen. Ja. Also, da kommen. Ich glaube, da kommen sie. Ja. Jawohl. Ausgeschaltet, haben wir nur den. So, wie mach ich? Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt auf die andere Seite kommen soll. Weil entweder die Wahl lasse ich mich jetzt rüber transportieren. Würde ja, glaube ich, auch funktionieren. Leute, wenn ich mich rüber transportieren lasse. Weil anders komme ich doch gar nicht dahin. Ich muss mal, ich hab doch hier einen Transporter, ne? Irgendwo hab ich doch einen. Kann ich mir mal meinen Finger opfern für die Sache? Muss nur ein bisschen Informationen sammeln. Nur ein bisschen wissen, wo es hingeht. Ob ich hier noch was machen kann. Sure thing. Ich glaube, hier können wir vielleicht so noch hin. War denn hier? Halt. Weg. Lande. Okay, hier kommen wir noch hin. Okay, hier kommen wir entsprechend nochmal zurück. Okay, dann machen wir das mal. Dann machen wir das. Das dauert immer länger. Ist auch nicht so schlimm. So. Okay. 6 Soldaten. Können noch ein bisschen auffüllen, wenn wir wollen. Mehr geht da gar nicht. Gut, dann nehme ich halt noch die 5 Feuerwegen. Wenn ich so lahmarschig wäre. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich dann irgendwie stürmen oder was. Ich weiß nicht mal, wie ich das genau machen soll. Also ich kann auch hier auf jeden Fall auch noch drauf. Da haben wir hier auch noch ein Ressourcenfeld. Kann man hier den Slot angreifen und dann? Was muss ich dann machen? Einfach übersetzen oder was?
So, wo ist der? Da hinten erst. Aber nicht so schlimm, der kann ja meinetwegen noch hinterherbleiben. Ja. Dann ist er nicht immer wichtig. Ist ja nicht immer so wichtig, der ist ja eh nur dafür da, dass er das Ziel markiert. Sonst brauche ich den ja nicht. Ich nehme ja die hier. Die Allzweckwaffe. Die im Spiel hier. Also dieser Kampagne, diese Soldaten, ey, die machen ja alles. Ressourcen voll, das war auch nicht schlimm. So. Okay, mal abwarten, bis die. Ah, nur so 6 Soldaten. Na, egal. Eigentlich Reiter locker. Ja. Machen wir das. So, und abge. Und erledigt. So, die kann ich auch von hier hin. So, Nitrinumerz. Klare Sache. Brauchen wir nur nicht. Die brauchen wir nämlich auch nicht hier. Haben nämlich genug von allem. Wir müssen nur genügend Informationen sammeln. So. Okay. Ja, bisher läuft es ja zu gut hier. Ja, kann man aber sicherlich dann irgendwie übersetzen wahrscheinlich. Und dann kann man wahrscheinlich die platt machen. Auch wenn da noch ordentlich was ist, weil gerade die Cyborgs machen mir ein bisschen Sorgen. Das Problem ist nämlich, wir haben nämlich nichts gegen die Cyborgs. Hat er markiert? Ja, hat er markiert. Fahr mal los. Ja, mal so wie abwarten, bis es für ein großes Knall kommt. Ich weiß nur nicht, ob die da wieder das aufgebaut haben, keine Ahnung. So. Na, ja, komm her. Da müssen wir einschlagen jetzt. Nein. So, haben wir gemacht. Die Skylocks sind offline, General. Das Portal ist ours für die Taking. Go steady. Es gibt noch plenty of Hostiles. Okay, obere Portal. Zerstöre alle feindlichen Einheiten, die das Portal verteidigen. So, ich frage mich nur gerade, wie wir da hinkommen. Mit unseren Mirage. Something up? On the hover. Gibt's da irgendeinen Weg dahin? Nee, natürlich nicht. Ja, ja, Problem. Wir können nämlich ohne, wir haben nämlich keine Unterstützung durch die Luft. Ah, warte mal. Starfalke 10, da muss ich ein paar Verluste haben. Ah. Das ist ein bisschen blöd, weil man das nicht transportieren kann. Hold on! Das ist ein bisschen ärgerlich. Halt, warte mal, einer kann noch hier bleiben, einer kann noch die Leute holen hier, die noch hier warten. Zwar nur eine Gruppe, aber. Ja, vor allem der Witz dabei ist, diese Raketentruppen können ja nie mal gegen Luftziele verteidigen. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie das machen soll. So, komm her. Yes, sir. Huh? Oh, yeah. So. Opportunity. Yep. Let's do it. Oh, machen. Yep. Oh, why? Sir, can do. So. Okay. Gunner crew. Ich habe keine Möglichkeit, diese Teile anzuvisieren hier. Da weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll. Weil ich keine Möglichkeit habe, irgendwie den Deckung zu geben durch die Luft.
weil ich keine Einheiten mehr, mein Einheitenlimit erreicht ist. Kann ich keine Starfalken mehr bauen. So. Genau, das kann mir sogar helfen. Das meinte ich. Dran. Aha. And there. No. Here. Ja, nimm noch das Ziel an. So. Komm her. Ich muss da jetzt rüber. Keine andere Wahl. Ah ja, guck mal an, was haben wir denn da? Und er hat keine Möglichkeit hier, mich zu verteidigen gegen diese. Keine andere Möglichkeit, ich muss ein paar Verluste erleiden, damit ich hier was machen kann. So. Okay, können wir das mal kaputt machen. Okay, ich mache das jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann eigentlich nichts machen. Nur so. Ja, wir müssen, wenn die landen, dann kann ich wieder was machen. Aber ist nur kurz. So. Ja, ein paar kriegen wir. Weil die überlanden wollen. Weil die so doof sind, ja. Nennen die mich gern mit. So. Ja, komm her. Der ist weg. Brauchen wir nochmal wieder Transport. Haben wir keinen mehr. Kann natürlich auch, ja. Kann ich jetzt irgendwas bauen hier? Starfalken können natürlich auch einen Transporter bauen. Was ich mal machen werde. Ja, zieh sie ein bisschen hin jetzt hier. Wenn ich die klein kriege. Da. Machen. Ich bin ja gar nicht klein, ey. Ja.
kann ja auch die schießen. Wird nicht. Ich muss ja sprechen damit. Ah, geht nur ganz, ganz langsam. Richtig, Leute. Gut. Ich guck mir die klein nochmal. Ja, geht ja gar nicht. No. Juga, ich kleine Teile. Ja, ich kann ja damit einer Atomrakete was machen, ob ich da noch dran komme, ich weiß nicht. Doch, ich kann da noch dran. Dann ziehen wir da mal drei hin. So. Da bringt das ja noch was. Mal schauen. Das ist leider nicht so effektiv, leider. Die sind doof. Die sind ja gar nicht klein, ey. Nur mit Atomraketen. Was braucht ihr da Bomber für? Kann ja sein. Aber den krieg ich auch nicht. Mehr. Ja, das war nicht selektiv. War eher Verschwendung, würde ich sagen. So. Yes, ah, ja. Yes, sir. Jetzt mal hin. Das ist ja gut. Ich glaube, das läuft nicht so gut. Dabei sollten wir da dabei bleiben. Das läuft viel besser, wenn man das so macht. Ja? Du kriegst mein Ding ja an das Klein, ne? So. Olli, soll ich mal landen? Was schon? Ja, ist schon klar. Das will ich jetzt ein bisschen beabsichtigt machen. Dann nehmen wir mal zwei von diesen Icarus-Bombern. Gucken, was die so bringen. Was machen wir das ganze Zeug hier? Keine, die machen den planlos fertig hier. Bauen wir uns mal einen Icarus-Bomber, zwei Stück, gucken, ob die jetzt mal dieses Ding kaputt kriegen. Das ist ja richtig gut. Hat ein paar Opfer gegeben, damit ich die bauen kann. Das ist ja diese unglaublich hartnäckige Teile, ey. So. Die können auch nur was gegen Wohnziele ausrichten. Haben wir jetzt die Karos. So, kann ich mit da irgendwas noch forschen? Flächenkontaminationsbombe? Nee, brauche ich nicht. Please advise. So. Wo ist denn die Lama? Ist das ja lahmarschig. Oh Gott.
Oh, der ewig, bis der angekommen ist. Ah. Dann lohnt sich das hoffentlich auch, wenn die so lahmartig sind, dass sie auch was bringen. How's it going there? Was haben die denn hier? Diese riesigen Bomber können richtig eingesetzt extrem zerstörerisch wirken. Fat BTP-Bomben, eine 1000 LB als Zweckbombe. Daisy Cutter TC-1 Flächenkontaminationsbomben. Eine Containerbombe, das haben wir schon mal gelesen. Oh Gott, ist das. So. Jetzt mal hin. Ich hoffe, das bringt's jetzt auch. Executing command. So, viel Spaß. How's it going there? Target type known. Ja, wenn die richtig eingesetzt werden, können sie was bringen. Aber haben noch nicht, das war's noch nicht. Das dauert nur eine Weile, hä? Ja, so kriegen wir die langsam klein. Na, nicht so schwierig. So, komm da, komm doch mal hier auf hier. Ja. Der ist weg, bleib nur der. So. Okay. Nein, so geht doch. Geht doch! Also nie gezogen wie sonst was. Drei Tanks Fortsetzung folgt. Ja, wir haben das Portal gesichert. Wir ballern auch noch weiter. Ja, hat sich jetzt am Ende leider hingezogen. Tut mir auch leid, aber habt ihr gesehen, wie die Teile ausgehalten haben. Ich habe ja ein paar Leute alles im Kopf, da wird doch jetzt Bomber dabei haben, die ein bisschen was gebracht. Aber ja, wir haben es geschafft, die Mission erfüllt. Ging eigentlich auf Schwierigkeitsgrad, hat es nur heftig gezogen. Gab viel zu tun. Und ja, haben diese Kampagne abgeschlossen. Und daher, ja, war's das auch mit dieser Session. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und ja, danke fürs Zusehen. Denkt an die Kommentare, an die Bewertungen. Und damit, bis zum nächsten Mal.